Mein Name ist Christoph Hertel. Ich arbeite in der Stabsstelle Umwelt des Deutschen Evangelischen Kirchentages, der 2019 jetzt in Dortmund stattgefunden hat. Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet alle 2 Jahre statt und ist eine Großveranstaltung mit 100.000 Teilnehmenden, die an 5 Tagen ein Programm von etwa 2000 unterschiedlichen Einzelveranstaltungen wahrnehmen. Das Thema Umwelt ist essentieller Bestandteil des Kirchentages. Das liegt daran, dass es eine inhaltliche Veranstaltung ist und dass es eine christliche Veranstaltung ist. Insofern ist das sowohl inhaltlich in das Programm integriert, wie auch eben sagen wir, wir können nicht Programm gestalten, ohne dass wir auch die Veranstaltung selbst dann entsprechend umweltfreundlich, klimaschützend umsetzen. Wir machen das schon seit 30 Jahren letztendlich, dass wir explizit das Thema Umwelt betrachten. Seit etwa 12 Jahren sind wir dabei, dass wir EMAS zertifiziert sind und das heißt also nach europäischer Umweltmanagement-Richtlinie. Also wir haben unterschiedlichste Kategorien, die wir uns angucken im Rahmen unseres Umweltmanagements. Das ist Mobilität, ist Verpflegung, aber auch Papierverbrauch, Energie, Abfall. Und die wichtigsten ist sicherlich der Verkehr, also auch wenn man es unter CO2-Gesichtspunkten anschaut, da die Teilnehmenden eben bundesweit anreisen. Und ansonsten ist ein weiterer wichtiger Punkt die Verpflegung, insbesondere da die eben nicht rein vegetarisch stattfindet und Milchprodukte und Fleisch eben auch eine große Rolle spielen. Ja, wenn wir in eine neue Stadt gehen, wie jetzt 2021 nach Frankfurt, wo der Ökumenische Kirchentag stattfindet, dann gucken wir uns eben die Locations an. Dabei wird eben auch beispielsweise berücksichtigt, ob sie Ökostrom haben. Und wenn sie keinen Ökostrom haben, dann ermutigen wir sie, da auch umzustellen. Ja, es ist durchaus so, dass wir eben durch unsere Arbeitsweise vor Ort Veränderungsprozesse anstoßen, die dann dauerhaft beibehalten werden. Das ist in der Umweltarbeit immer wieder festzustellen in unterschiedlichsten Bereichen. Also das ist sozusagen eben dann in diesem Environmental Management Audit Scheme, EMAS, so vorgesehen, dass man Maßnahmen umsetzt, Ziele festlegt, Maßnahmen umsetzt und versucht dabei immer bei jedem Mal ein bisschen besser zu werden. So, darum geht's. Und gemeinsam mit den einzelnen Abteilungen und den Kollegen und auch den Ehrenamtlichen, die einen ganz wichtigen Bestandteil sind des Kirchentages. Und wenn wir so ein Projekt machen, wie jetzt zum Beispiel das Klimaanpassung bei Großveranstaltungen Klang-Projekt, dann schauen wir am Ende drauf und gucken, welche der Maßnahmen und welche der Aspekte wollen wir dauerhaft in unser Umweltprogramm integrieren. Bei EMAS ist es vorgesehen, dass man eine Umweltpolitik formuliert und das ist sozusagen die langfristige Perspektive. Andererseits haben wir explizit für den Bereich Verpflegung uns 2012 vorgenommen, bis 2019 in den von uns verantworteten Bereichen 100% biologisch erzeugte Lebensmittel zu verwenden. Ja, wir bitten bei der Anreise schon, dass man umweltfreundlich anreist mit Bus und Bahn. Wir haben zum Beispiel auch auf unserem Kirchentagsstadtplan keine Parkplätze ausgewiesen für die Autofahrenden, sondern die müssen sich sozusagen die Parkplätze dann auch selber suchen. Während der Veranstaltung haben wir Wassersäulen, die auch als Informationsorte genutzt werden. Also da sind Umwelttipps drauf abgebildet, aber man kann sich eben auch seine Wasserflasche nachfüllen und so sozusagen sich auch umweltfreundlich den Durst löschen.
Klimaanpassung ist die zweite Säule des Umgangs mit der Klimakrise. Wir haben im internationalen Kontext spricht man immer von Mitigation und Adaptation. Mitigation ist also die Vermeidung des Klimawandels und Adaptation ist die Anpassung an das nicht mehr Vermeidbare. Es geht nicht darum, Klimaschutz bleiben zu lassen, sondern den nicht mehr aufhaltbaren Anteil des Klimawandels sich daran bestmöglichst anzupassen und besser damit die Veranstaltung durchführen zu können eben auch. Es zeigt sich immer wieder in den Feedbacks, dass wir einerseits ein sehr kritisches Publikum haben, das aber andererseits auch, also dass es erwartet auch, dass wir umweltfreundlich arbeiten und uns bemühen und Innovationen auch vorantreiben. Andererseits wird es eben auch wertgeschätzt. Ja. Das kann man schon sagen. Wir haben beispielsweise unseren Biomarkt der Köstlichkeiten, der eben biozertifiziert ist und nur Anbieter hat, die eben mittags und abends für die Teilnehmenden biozertifizierte Snacks und Essen anbieten. Einerseits natürlich das gesprochene Wort, aber eben auch klassisch die Homepage kirchentag.de/Umwelt zum Beispiel, findet man alle Informationen auch zu den aktuellen Projekten, aber eben auch zu vergangenen Projekten. Dort sind auch dann PDFs hinterlegt im Download-Bereich. Also für mich ganz wichtig ist die klimafreundliche Anreise. Das ist einfach für den Veranstaltenden dann auch angenehmer, wenn er nicht mit Staus und so weiter im Vorfeld arbeiten muss. Dann Flugverkehr vermeiden, auch in der Anreise den Teilnehmenden wirklich auch nochmal klar zu machen, dass es eigentlich viel cooler ist, anders anzureisen. Da auch mit den Referenten und den Musikern und Bands und so weiter zu sprechen und gegebenenfalls eben auch regionaler zu arbeiten und zu buchen. Ja, ansonsten immer diese Mischung, wo Ökonomie und Ökologie zusammenspielen. Also zum Beispiel, wenn ich Fleisch vermeide, das ist einfach ein ganz wichtiger, wenn ich ein cooles, gutes, vegetarisches Essen mache, dann und dadurch den Fleischansatz reduziere, dann spare ich einfach Geld. So, das und diese Mischung, das sind eigentlich immer die schönsten Maßnahmen, wo ich Geld spare und ökologisch bin und es dann auch noch schmeckt.